Ich freue mich sehr, heute dieses Interview mit Salbus führen zu dürfen. Das führende Softwareunternehmen aus Hamburg stellt seit 2015 sicher, dass alles im Fluss bleibt. Bei dem Industrial IoT-Spezialisten geht es um den vollumfänglichen Datenfluss zwischen Shopfloor und der IT. Und so macht auch die digitale Transformation hier nicht Halt. Ganz im Gegenteil, sie nimmt mit der hauseigenen innovativen Software Salbus Connectware erst so richtig Fahrt auf. Der Weg zur Smart Factory und für Industrie 4.0 ist geebnet. Und eine Fabrik voller Maschinen ist eine Fabrik voller Daten. So lautet der Claim von Salbus. Ich darf mit drei Vertretern dieses Unternehmens nun ein Gespräch führen. Menschen voll mit Wissen, Innovationskraft, Gründergeist, Ideen und Erfahrung. Ein herzliches Willkommen an meine Gesprächspartner hier in dieser Runde. Ich darf Sie der Reihe nach vorstellen. Ralf Michael Franke, er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Industrie mit. Als ehemaliger CEO der Siemens Factory Automation hat er definitiv nicht nur über Digitalisierung geredet, sondern auf dem Weg zur Industrie 4.0 einige entscheidende Wegweiser aufgestellt. Zu meiner Rechten Peter Sorowka, er ist CEO und einer der Geschäftsführer bei Salbus und er ist der Meinung, dass die wahre Kraft des Internets der Dinge sich erst entfalten kann, wenn die offene Vernetzung auch zwischen heute noch fremden Systemen und über Unternehmensgrenzen hinaus Wirklichkeit wird. Ein sehr visionärer Blick in die Zukunft. Des Weiteren ist in unserer Runde Carsten Stiller, auch Geschäftsführer bei Salbus und verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Er sagt, die vierte industrielle Revolution wird die Art und Weise verändern, wie wir lernen, kommunizieren, konsumieren und vor allem produzieren. Und er ist fest davon überzeugt, dass eine klare, sichere und vernetzte Dateninfrastruktur die Grundlage für alle Industrien bilden wird, die in der Industrie 4.0 Arena mitspielen. Und der Grund für unser Zusammentreffen ist bedeutend für das Unternehmen, denn Ralf Michael Franke wurde gerade zum Vorsitzenden des vierköpfigen Beirats ernannt. Peter, Sie haben vor 6 Jahren die Salbus GmbH mitgegründet. Welche Bedeutung hat die Ernennung von Ralf Michael Franke zum Vorsitzenden des Beirats für Sie? Als wir Salbus gegründet haben vor 6 Jahren, waren wir ein Gründerteam, was komplett aus der IT-Welt kam. Wir haben vorher Geschäft im klassischen Internet gemacht. Wir wussten, was APIs sind und wie Webservices funktionieren. Und als das Thema Industrie 4.0 auf den Tisch kam, war uns völlig klar, dass ganz viele der klassischen Internetkonzepte auch in der Fabrik benötigt werden, um die vielen Innovationen miteinander zu verbinden. Und diese Position haben wir über die Jahre Stück für Stück erarbeitet und ich empfinde es als einen Ritterschlag, dass eine Industriegröße wie Herr Franke jetzt diese Position als Beiratsvorsitzender bei uns übernimmt. Und ich bin stolz im Namen meines ganzen Teams, dass wir hier heute an diesem Punkt sind. Vielen Dank, Herr Franke. Ja, da gibt es hohe Erwartungen an Sie, Herr Franke. Ich freue mich da auch sehr darüber, Sie jetzt fragen zu dürfen, wie Sie denn in diese Geschichte reingerutscht sind, welchen Hintergrund Sie haben. Erzählen Sie mal ein bisschen zu sich. Ja, 1985, nach dem Abschluss meines Elektrotechnikstudiums, war es relativ klar, wer sich nicht rechtzeitig wehrt, landet bei Siemens. So war das dann auch bei mir. Ich habe angefangen in der Entwicklung. Die Entwicklung hat mich dann auch 18 Jahre beschäftigt und begeistert in verschiedenen Verantwortlichkeiten, aber natürlich immer in der Automatisierung und Antriebstechnik im industriellen Umfeld. Also da erstmal profundes Fachwissen sich anzueignen, war erstmal der erste Teil meines beruflichen Werdegangs. Der wurde dann abrupt verändert. Als mein Chef die Idee hatte, mich dann auf Corporate-Ebene einzusetzen, sich um die PLM-Prozesse des Siemens-Konzerns zu kümmern. Es war für mich eine sehr prägende Zeit, aus dem operativen Geschäft ins mehr strategische Umfeld eines so großen Weltkonzerns arbeiten zu dürfen. Und ich war dann trotzdem froh, wieder nach 2 Jahren ins operative Geschäft entlassen zu werden und hatte dann die tolle Aufgabe, die Industrieautomatisierung Siemens weltweit jetzt dann 15 Jahre zu leiten, zu entwickeln.
wachsen zu lassen und natürlich immer in diesem Umfeld, was ja da gerade anfing, Industrie 4.0, Wissensanreicherung in der Organisation, Wachstum in der Organisation, das alles begleiten zu lassen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich jetzt auch, diese Themen in einem anderen Umfeld, in einem privateren Umfeld weiter begleiten zu können. Ist definitiv natürlich auch in den letzten Jahren extrem viel Entwicklung, Dynamik drin gewesen in diesem Geschäft. Also als Mr. Automatisierung würde ich Sie definitiv bezeichnen. Aber genau diese Wende zur digitalen Transformation haben Sie ja ganz, ganz stark mitbereitet und gestartet. Was speziell hat Sie aber zu Cybers geführt? Ja, das Geschäft wird von Menschen gemacht. Das war in der Vergangenheit so und es wird auch in der Zukunft so bleiben, auch wenn die Digitalisierung noch weiter fortschreitet. Und natürlich war es zunächst einmal der Kontakt zum Herrn Stiller, der den Beginn dieser Anbahnung sozusagen gemacht hat. Und ich habe mich sehr gefreut, als er mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, Cybus zu helfen, den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung eines noch professionelleren Unternehmens zu machen. Das war erstmal ein sehr positives Gespräch, aber es hätte nicht funktioniert, wenn nicht dieser professionelle Gedanke, dieses Fortführen vom Zusammenwachsen von IoT, IT, OT, diese ganzen Geschichten unterschiedlicher Professionalitäten im IT-Umfeld und im operativen Umfeld mich gereizt hätte, dort meine Erfahrung in diesem anderen Umfeld einzubringen. Gibt es schon ganz konkrete Ziele, die Sie sich für Ihre Beiratsaufgabe gesteckt haben? Naja, ich meine, wir haben zwar 10 Jahre Industrie 4.0 hinter uns, aber noch mindestens 20, 30 Jahre vor uns, bis wir eine vollständige Durchdringung von dem, was Digitalisierung möglich macht, in diesem Markt dann letztendlich auch realisiert wird. Und diesen Weg möchte ich gerne mit Cybus begleiten. Ich möchte Cybus helfen, dort eine außergewöhnliche Alleinstellung am Markt darzustellen, die eben auf der einen Seite die Welt IT-OT, aber auf der anderen Seite eben auch diese heterogene Vielfältigkeit im Shopfloor so handhabbar zu machen, dass man tatsächlich Produktivitätssteigerungen in den Fabriken der Welt erreichen kann, die ohne Digitalisierung überhaupt nicht denkbar wären. Ich sehe schon, so ganz loslassen können Sie nicht, weiterhin ein Macher in Sachen Automatisierung und Lösungen. Carsten, der Beirat spielt eine bedeutende strategische Rolle. Welche großen Herausforderungen erwartet Cybus in den nächsten Jahren? Eins der großen Themen ist mit Sicherheit für uns das Thema, die internen Strukturen und Prozesse müssen wir anpassen. Nummer eins, wir haben schon angefangen, ganz oben am Beirat, heute mit Herrn Franke als Vorsitzenden, die Strukturen dort zu verändern. Des Zweiten haben wir angefangen, mit unserem Leadership-Team die Strukturen zu verändern. Und jetzt wird das halt Step für Step weiter runtergehen. Ein zweites Thema ist ganz klar, wie wollen wir wachsen? Wo wollen wir wachsen? Und wir wollen wachsen. Ein kritisches Thema für uns ist das Thema Partnermanagement. Wir wollen mit Systemintegratoren wachsen, egal ob auf der IT-Seite oder aus der OT-Seite kommt. Das ist für uns ein strategischer Hebel, wie wir unser Wachstum erfüllen können. Drittes Thema ist natürlich für eine Firma wie für uns ist die Steigerung der Bekanntheit, die Positionierung der Marke Cybus. Und hier wollen wir natürlich darauf achten, dass unsere technologische Vorreiterrolle weiterhin am Markt auch bekannt bleibt und weiter bekannt machen. Das sind für mich die großen Themen, die anstehen und zusammen mit dem Beirat wir angehen müssen. Ein gutes Stichwort. Wie soll der Beirat denn hier supporten, unterstützen? Ja, wenn man an den Beirat denkt, dann denkt man als erstes immer an Kontrolle, Steuerung, Coaching. In die Richtung wird es sicherlich hier auch gehen. Aber gerade, wenn ich mir unseren Beirat angucke und pragmatisch aufgebaut, viel Erfahrung, erwarte ich mir gerade nicht nur auf den strategischen Themen, Business Model etc. pp., sondern vielmehr auf den Kundenthemen, am Markt. Was passiert am Markt? Wie schätzen Sie den Markt ein? Und dass wir dort einen Sparringspartner haben, mit dem wir ins Gespräch gehen können und dementsprechend unsere Strategie, unsere Verkaufsstrategie aufbauen können. Ich meine, bei Herrn Franke ist natürlich mit 35 Jahren wirklich im Geschäft aktiv, sehr, sehr, sehr viel Wissen vorhanden. Genau, ich glaube, das ist am Ende des Tages ja auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also wir reden ja, es gibt den Fachbegriff IT-OT-Konvergenz, also das Zusammenwachsen der klassischen Produktion mit den modernen IT-Systemen.
Und das ist natürlich nicht nur eine technische Herausforderung, sondern das ist auch vor allem eine Herausforderung, Menschen zusammenzubringen. Und wir bewegen uns da auf einem schmalen Grad dieser Schnittmenge. Und da ist natürlich das Wissen im Beirat, wie funktioniert diese eine Welt, diese Automatisierungswelt für uns, absolut wertvoll. Ja, definitiv. Herr Franke, die Erwartungen sind hoch gesteckt an Sie. Sie merken das. Wie planen Sie denn, sich speziell hier jetzt bei diesen genannten Herausforderungen einzubringen? Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, auch einer der Hauptgründe gewesen, weshalb es mich so gereizt hat, diese Aufgabe bei Cybus zu übernehmen. Der Dialog zwischen den Welten, gleiche Sprache zu finden, wirklich auch über das Gleiche zu reden, wenn man die gleichen Begrifflichkeiten verwendet. Das sind die Herausforderungen, die, glaube ich, notwendig sind und wo Cybus eben auch einen außerordentlichen Beitrag leisten kann. Diesen Dialog auf der einen Seite, aber auch diese Vielfältigkeit, die sich in den Fabriken heute schon zeigt und in der Zukunft noch viel mehr zeigen wird, weil es eben viel mehr Anbieter auf der klassischen Automatisierungsseite gibt, um neue Aufgaben zu bewältigen in den Fabriken. Auf der anderen Seite aber auch der IT eben auch neue Spieler in diesem Feld auftreten. Das alles mit einer Vereinheitlichung, mit einer Plattform so zu verpacken, dass es handhabbar wird, einfach wird, Automatisierung, Kundennutzen in die Fabriken zu bringen, Produktivität in die Fabriken zu bringen, das ist das, was ich mir schwer vorgenommen habe, bei Siemens schon angefangen, jetzt mit Cybus weiterzuführen. Mhm. Wo sehen Sie denn dann die Zukunft von Cybus? Jetzt gerade sind es nicht wirklich vorhersehbare Zeiten, aber wir haben gerade mit Digitalisierung gesehen, wie viel schneller doch alles möglich ist und wie flexibler wir sein können. Also kurzfristig, aber auf lange Sicht gesehen, wo sehen Sie Cybus? Alle Fabriken, die sich nicht diesem Thema Industrie 4.0, Vernetzung der Maschinen und Analytik der Daten aus den Maschinen widmen, werden vom Markt verschwinden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und die anderen werden wachsen. Und die anderen werden anders wachsen als die Automatisierung in der Vergangenheit mit sehr langen Innovationszyklen. Heute befruchtet von den IT-Zyklen, die eben sehr kurzfristig sind. Das erleben wir ja auch alle in unserem persönlichen Leben, wo man jedes Jahr ein neues iPhone oder anderes Smartphone braucht, um up-to-date zu sein. Und das Gleiche wird in den Fabriken passieren mit einer zunehmenden, immer schnelleren Wachstumsrate. Und da Schritt zu halten, den Takt zu halten, das ist die Herausforderung für Cybus, neben der Positionierung der Marke und der Bekanntheit der Marke. Peter, wie ist Ihre Einschätzung? Wie ist Cybus positioniert in Bezug auf seine Technologie, auf den Markt und auch auf die Kunden? Sehen Sie, der typische Dialog mit dem Kunden, auch heute noch, ist, könnt ihr meine Fabrik vernetzen? Und wir sagen, ja klar, welche Daten braucht ihr denn? Und der Kunde sagt, alle. Und dann sage ich, und warum? Und dann sagt der Kunde, ja, das will ich ja gerade rausfinden. So, und das ist das Kernproblem von Industrie 4.0 heutzutage. Es ist gar nicht so richtig klar, welcher Ansatz, bei welcher Maschine fange ich an? Fange ich an, diesen Roboter zu automatisieren oder fange ich mit einem Predictive Maintenance Projekt an oder muss ich die Daten erstmal schön auf dem großen Bildschirm in der Fabrik darstellen? Alles hat seine Rechtfertigung und es sind viele Kleinstprojekte. Nun hat jedes dieser Kleinstprojekte das gleiche Problem. Es muss an diese Daten erstmal rankommen, damit es damit arbeiten kann. Und dieses gemeinsame notwendige Übel, ja, von den vielen Startups und Großfirmen, von den vielen Pilotprojekten und Rollout-Initiativen, das haben wir zu unserer Kernkompetenz gemacht. Das heißt, wir versuchen, in die Horizontale zu gehen und diesen Brückenschlag zu wagen, damit wir Digitalisierungsprojekte ermöglichen und Hürden senken. Und da sind wir meiner Meinung nach gerade auf einem hervorragenden Weg, denn der Markt fragt immer mehr danach. Also der Brückenschlag für die einzelnen Projekte ist das, was hier wirklich im Fokus steht. Vom Ritterschlag zum Brückenschlag. Ich schließe diese Diskussion jetzt. Ich fand es super interessant, über Cybus zu erfahren, auch zu sehen, wie 35 Jahre Erfahrung nach wie vor in Unternehmen hier mit ihren Einsatz finden und genutzt werden. Ist toll zu sehen und dabei wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg, alles Gute, natürlich zufriedene Kunden. Herzlichen Dank an Sie alle und weiterhin viel Erfolg. Bis auf bald. Vielen Dank. Dankeschön.